Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Geld-Gold-Gasbox von 18 Karat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Geld-Gold-Gas von 18 Karat. Wir holen das Ganze mal aus der Folie und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So. Es wurde ja angekündigt, dass da noch etwas Spezielles mit der Box, mit der Verpackung, so in Bezug auf Gold. Dazu kommen wir gleich noch. Also, wir haben hier eine schwarze Box im Querformat, also rechteckig. Und dann haben wir hier stehen, unten links im Eck, Banger Musik präsentiert, 18 Karat Geld. Gold, Gras und dann auf der rechten Seite so ein großes Ornament mit der Maske in der Mitte. Erinnert sehr stark von der Optik her an Versace. Ich glaube, das ist auch so gewollt. Nur statt eben dem Medusa-Kopf hier die Maske von 18 Karat. Ansonsten, also es zieht sich hier so um die Seite, aber ansonsten ist die Box blank. Auf der Rückseite lesen wir auch nochmals Banger Musik präsentiert, 18 Karat, Geld, Gold, Gras, Credits und Barcode. Gut, das Ganze geht dann ganz regulär auf, also der Boxdeckel ist abnehmbar, keine Klappbox. Von innen ebenfalls schwarz. Und als erstes haben wir hier einmal die Umhängetasche. Eine Geldklammer, eine Bonus-EP, das Album, ein Zertifikat und ein Poster. Von innen die Box in Schwarz. Machen das Ganze mal wieder zu. So, nachdem hier bis auf das Poster und das Zertifikat wirklich allesamt in Plastik gepackt wurde, werden wir mal die einzelnen Teile hier rausholen. So, einmal die Geldklammer, dann die Tasche, lesen wir hier noch, dann einmal das Album an sich. Und dann natürlich auch noch die Bonus-EP. Am besten hier oben. So, jetzt haben wir es geschafft. Also, wir starten mit dem Album an sich. 18 Karat, Geld, Gold, Gras, Banger Musik präsentiert, lesen wir hier noch drüber. Und hier unten links im Eck haben wir noch einen Verbraucherhinweis in Gold. Das Ganze ein super Jewel Case, gefällt mir von der Optik sehr gut. Und auf dem Cover sehen wir den Interpreten 18 Karat abgebildet. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, allerdings der Schmuck, also Halskette und Armbanduhr und auch die Maske in Gold, genauso wie der Shirt-Aufdruck. Hat auf jeden Fall was, mächtige Optik. Hier an der Seite lesen wir nichts, sondern einfach nur so ein Streifen, wo wir vom Backcover hier noch die Elemente sehen, seines Oberteils. Aber wie gesagt, nicht beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann 18 Tracks aufgelistet. Hier auch nochmal 18 Karat abgebildet. Und wir haben Features von Bones MC, Casey Rebel, Play 69 und Farid Bang. 18 Tracks an der Zahl. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet.
Also, so sieht das aus, wie man es kennt. Wir haben hier einerseits Abbildungen, Fotografien von 18 Karat und dann haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Informationen, wer die Beats produziert hat, beziehungsweise wer hier gefeatured wurde. Neben 18 Karat haben wir auch noch eine junge Dame, die wohl ja, komplett tätowiert ist und knapp bekleidet. Aber die Optik gefällt mir gut, dieses Schwarz, Weiß und Gold scheint sich hier durch das komplette Artwork, durchs komplette Booklet zu ziehen. Weitere Tracks inklusive weitere Aufnahmen. Gang durch die Stadt. 18 Karat, wie man ihn kennt. Die Dame dürfte übrigens immer dieselbe sein. Also auf jedem dieser Bilder ist immer sie hier abgebildet. Blond und zutätowiert. Okay. Gut, zum Abschluss haben wir noch die Informationen, wer daran beteiligt war, also die Credits generell zu den Produzenten und zu den Features. Und dann hier nochmal 18 Karat in Nahaufnahme, eventuell als Wendecover verwendbar. Ich werde es bei dem belassen. So, dann haben wir einen weiteren Tonträger und zwar 18 Karat VDH IDC EP. Das Ganze steht für Von der Hölle in die Charts. Und zusätzlich haben wir dann noch eine EP und zwar die Haze EP von Double, der ein ehemaliger Weggefährte oder nach wie vor Weggefährte von 18 Karat, der ja auch bei den Supremos dabei ist. 18 Karat. Genau, da steht es nochmal, VDH, IDC, EP plus Double Haze EP. Dann haben wir die Tracklists und wir haben insgesamt, was mich sehr freut, 4 CDs, nämlich einmal die EP von 18 Karat, einmal EP von Double und dann jeweils noch eine CD zu den jeweiligen Instrumentals. Bei der 18 Karat EP haben wir Features von, also die ersten drei sind Solo-Tracks, der fünfte ist auch ein Solo-Track, aber der vierte Track beinhaltet Features von Hamada, Guantanamo, Double und Play 69. Und CD 2 von Double, da haben wir nur einen Feature-Track und das ist dieser hier, Fakten mit Play 69. Auch diese EP hier so in Schwarz-Gold gehalten, ist ein Digipack. Hier haben wir nochmal 18 Karat abgebildet. Und dann haben wir hier 4 CDs. So sieht das aus. Einmal die Von der Hölle in die Charts EP, dann die Haze EP, dann die Instrumentals zu Von der Hölle in die Charts und einmal Instrumentals zu Double. Achso, mein Fehler. Nein, das hier ist die Instrumental CD zum Album an sich. Also, das ist die Geld, Gold, Gras Instrumental CD und die Instrumentals der beiden EPs sind hier zusammengefasst auf einer CD. Deswegen sind es 4 CDs. Okay, ja klar, steht auch hier Instrumental CD Album. Also das sind Instrumentals von Geld, Gold, Gras. Was mir jetzt nur gerade auffällt, ich glaube, wir haben uns die CD gar nicht angesehen. Wir sind dann beim Booklet bin ich dann zum nächsten gegangen. So sieht das aus. Hinten blank schwarz. So. Dann haben wir die Geldklammer, diese in Gold gehalten, so sieht das aus. Die Maske von 18 Karat und rechts und links jeweils die Ornamente. 18 Karat steht hier. Sehr schön gemacht, gefällt mir richtig gut, kann man auf jeden Fall verwenden. Wirkt auch sehr hochwertig. Dann haben wir dieses mysteriöse Zertifikat und zwar lesen wir hier, diese Box wurde mit 23 Karat Echtgold veredelt. Die eingesetzte Goldauflage für die goldenen Logos auf dem Deckel ist mit 1,2 Gramm pro Quadratmeter 23-karätigem Gold hergestellt worden. Okay, interessant. Also, das nur als Randnotiz. Wenn ihr die Box bekommt, dann ist das hier echtes Gold. Zwar sehr gering, aber trotzdem allein für die Idee finde ich das schon sehr, sehr gelungen.
Dann haben wir noch ein Poster. Und zwar haben wir auf der einen Seite hier 18 Karat im Hochformat. Banger Musik präsentiert, 18 Karat Geld, Gold, Gras. Und dann hier 18 Karat abgebildet beim Rauchen. Darunter haben wir dann noch die ganzen Credits. Und die Rückseite im Querformat. Hier haben wir eine Szene, die wir auch schon im Booklet so ähnlich hatten. 18 Karat hier mit Smartphone in der Hand. Und hier eine knapp bekleidete Frau wieder. Es dürfte wohl dieselbe sein, die wir auch schon im Booklet gesehen haben. So, jetzt ist nur die Frage. Ja, so geht das Ganze wieder zusammen. Und als letzten Inhalt haben wir dann noch diese Umhängetasche in Schwarz. Fühlt sich gut an, hat so eine Lederoptik. Und hier haben wir dann die goldene Maske von 18 Karat drauf genäht. Das Ganze ist so ein normaler Verschluss. Ja, wenn man ihn aufbekommt. So, aber jetzt. Also, so ein Plastik-Schließmechanismus. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann entweder um die Hüfte oder um den Oberkörper machen, um die Schulter, eventuell um die Brust. Und das Ganze hier natürlich auch größenverstellbar. Dann haben wir hier einen goldenen Reißverschluss. Und das Ganze sieht dann von innen so aus. Hier haben wir, das klappert jetzt die ganze Zeit wegen dem Gurt. Hier haben wir dann noch einmal 18 Karat in Gold stehen. Andere Seite blank. Und das Ganze hat keine zusätzlichen Seitfächer oder sowas, sondern ist einfach ein großes Fach, eine große Tasche. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich verwende solche Taschen eher wenig bis gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Sache. Auch wenn ich gar einen Reißverschluss nicht mehr zubekomme. So, aber jetzt. Ist auf jeden Fall eine nette Sache. Und nachdem es ja schon diverse reguläre Umhängetaschen gab in den Boxen, ist das mal eine neue Form der Umhängetasche. Und alleine deswegen schon, weil es für mich eine Premiere ist vom Produkt her, sehr gelungen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch mal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Tasche, dann das Poster, doppelseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat, das Zertifikat zum Goldaufdruck der Box, die Geldklammer in dieser Goldoptik, die beiden Bonus-EPs plus die Instrumentals in diesem Digipack und natürlich das Album Geld, Gold, Gras. Das alles in dieser wunderbaren Box Geld, Gold, Gras von 18 Karat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 18 Karat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.